Hallo, Tag auch und willkommen zurück zu Farpoint VR Folge 2. Ja, das habe ich mir gemerkt. Wir haben ja bisher erst eine Folge gemacht. Deswegen, oh verdammt, es tut weh. So, keine Zeit verlieren, gleich einklinken und weiter spielen. Spielen, 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 spielen. Okay, ich setze mich mal ein bisschen anders hin. So, genau. Ein bisschen nachjustieren und los geht's. Alter Schwede. Das sieht so unfassbar schön aus. Man möchte hier wohnen. Okay. Willkommen zu Avatar VR. Wow. Cass, zeichne das auf jeden Fall auf. Zeichne auf. Du Freund oder Feind? Ich glaube, er ist nur so da. Oder? Ist das ein Irrlicht? Zeigt er mir den richtigen Weg? Sieht echt krass aus. Okay, tschüss, leuchtende Kugel, was auch immer du warst. War nett mit dir. Mal kein Alien zu treffen, das mich töten will. Okay. Was zum. Puff! Und es hat Puff gemacht. Da ist noch einer. Er macht auch Puff. Warte, ich fange ihn, ich fange ihn. Ah, Mist, ich war zu langsam. Gar kein Problem, oder? Lauf mal nicht so schnell. Da ist noch einer. Alles klar. Achso, ich habe ja wieder das Ladekabel dran gemacht, weil ich Pause gemacht habe. Aber im Moment stört es mich gerade gar nicht. Nicht. Ich habe auch ein Deutsch vom Feinsten. Ich hatte in Deutsch immer eine 4. Ich war einfach dumm. Bewege den Controller über die Munition, um sie aufzuheben. Was für Munition denn? Da? Ah. Bewege den Controller über die Munition, um sie aufzuheben. Lenkrakete. Das UEP-Sturmgewehr besitzt einen eingebauten Lenkraketenwerfer. Lenke die Rakete mit dem Ziellaser zum ausgewählten Ziel. Das UEP-Sturmgewehr fasst insgesamt 5 Lenkraketen. Okay. Drücke zum Abfeuern der Sekundärwaffe die angezeigte Taste.
Muss ich das jetzt einsetzen oder was? Drücke zum Abfeuern der Sekundärwaffe. Oh, geil! Immer kurze Feuerstöße abgeben. Okay, was ist das? So kann ich hier nicht weiter. Muss ich hier nicht hoch? Oh, sieht das krass aus. Ohne Flachs. Wunderschön. Hä, geht's ja auch nicht weiter? Was soll das? Boah. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Oh, Scheiße. Nächste Höhle. Datenrettung teilweise abgeschlossen. Neue holographische Dateien stehen zur Verfügung. Alle neuen Dateien abspielen. Was zum... Hallo? Ist das die Pilgrim? Nein. Nein, aber ein Teil von ihr. Es muss beim Eintreten von der Station abgebrochen sein. Ich schätze, das ist unsere Energiequelle. Hallo? Jemand da drin? Komm schon. Schutz. Batteriepacks. Wenn wir die Hüllen entfernen, verstärken wir damit unser Signal. Du machst das. Ich kümmere mich um das Gerät. Bitte schön, Dr. Moon. Stimmt was nicht. Was? Diese Batterien. Sie sind alle nur 1% voll. Das ist genug. 1% reicht für 6 Monate. Ja, aber warum sind sie alle leer? Hallo? Klingt nach Interferenzen. Stimmt. Gibt bestimmt einen Haufen Strahlung hier. Aber wie kontaktieren wir dann jemanden? Wir versuchen es weiter. Überlebende gehen weiter.
Pilgrim. Pilgrim, hier sind Dr. Tyson und Dr. Moon. Antworten Sie. Pilgrim, falls Sie uns hören, wir kennen unseren Standort nicht. Wir haben kaum noch Notrationen, fanden aber eine Wohneinheit. Mit ein paar extra Rationen zur Verpflegung. Wir leben. Sie auch? Bitte antworten Sie. Eva, mach mal eine Pause. Du machst das seit Stunden. Hier. Das letzte aus meinem Anzug. Irgendein Erdbeerschleim. Entschuldige, ich dachte, der Deckel sei zu. Schon okay. Ja, genau. Was meinst du? Als die Pilgrim zerbrach, hinterließ sie eine Trümmerspur wie diese hier, richtig? Ein Stück haben wir. Wir sitzen gerade darin. Aber wenn wir die nächsten Teile finden, berechnen wir daraus Tempo und Flugbahn der Station. Wir finden raus, wo die Pilgrim abgestürzt ist. Klingt nach einem Plan. Bist du dir sicher? Nichts Besonderes, aber mehr haben wir nicht. Wir folgen einfach der Spur aus Trümmern. Probier weiter das Funkgerät. Und pass auf, dass die Tür gut zu ist. Erwarten wir den Besuch? Mach's einfach, okay? Oh, wir kommen dem Vulkan immer näher. Oh. Nicht schlecht. Okay, Eva. Ich bin dicht hinter Ihnen. Dr. Tyson, falls Sie mich hören können. Ich folge der Trümmerspur. Komm her, du bist... mal doch lieber das Ladekabel hier ab, damit ich ein bisschen mehr Freiheit genießen kann. Ein kleiner Spring ins Feld, was? Und es hat wieder mal Puff gemacht. Krasse Scheiße. Ah, da oben haben wir ihn, den Schlawiner. Okay. Aha. Ja, dich habe ich schon gesehen, Waffe. Hin.
Aktivität registriert. Cass, Anzugstatus. Anzughülle ist intakt. Hinweis. Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen. Moment mal, hier liegen überall Waffen. So schön. Platziere den Controller direkt auf der Waffe in der Welt, um sie aufzuheben. Schrotflinte. Die taktische UEP-Schrotflinte besitzt auf kurze Distanz maximale Mannstaubwirkung. Sie bietet halbautomatisches Feuer mit 7 Schuss Munition und einen eingebauten Granatwerfer. Granatwerfer? Oh, Junge! Was? Was ist da an der Seite? Bewege den Controller zum Waffenwechsel nach oben und über die Schulter. Oh, fett! Nachladen. Drücke zum Nachladen die angezeigte Taste. Oh. Aha! Komm her! Wie viel größer werden die Dinger denn noch? Boah, ist das geil! Wie viel Munition habe ich denn? Ist wieder voll, ja. Aber wie viel habe ich insgesamt? Ich sollte vielleicht noch etwas Munition mitnehmen, oder? Oder ist das auch unendliche Munition, nur ich muss halt manuell nachladen. Geil. Ich hab eine Pumpe, Alter. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Geile Scheiße. Warnung. Umgebungstemperatur steigt an. Kühlungssystem aktiviert. Für Teufel. Wo ist er hin? Oh, das ist viel zu dunkel für mich. Wirklich sehr, sehr dunkel. Man sieht kaum was.
Pfui. Yeah! Weg damit! Voll ekelig. Okay. So, weiter geht's. Oh cool, der liegt Munition. Kann ich nicht aufsammeln? Was wir denn? Dicker. Granatmunition. Oh fuck yeah. Granatwerfer. Die taktische UEP-Schrotflinte besitzt einen eingebauten Granatwerfer. Die hochexplosiven Granaten explodieren 3 Sekunden nach Abschuss oder sofort, wenn sie einen Gegner treffen. Die taktische UEP-Schrotflinte fasst insgesamt 10 Granaten. Cool. Erstmal ein bisschen andingseln. Okay, komm her, Biest! Okay. Geile Sache, Alter. Krass, ich habe die Granaten gar nicht gebraucht. Da hinten ist noch einer. Cool. Keine Munition drin, schade. Sehr schön. Von wo kam der denn jetzt? Wo ist er? Mach aus dir zermitschten Blutkäse. Du Biest. Was das? Ach, viel zu einfach. Ich sehe mehr Trümmer von der Pilgrim hier unten. Es muss der richtige Weg sein. Verstanden. Hey, ist es nicht etwas seltsam, dass der Kram da
schätze nie eine Menge kinetische Kraft und ein wenig Chaostheorie richtig. Lass uns konzentriert bleiben. Ich gehe weiter. Komische Pflanzen. Ein bisschen mehr Licht. Ein kleines bisschen mehr Licht, dass ich auch wirklich was sehen kann. Das wäre geil. Blubber, blubber, blubber. Oh Gott. Ich mich völlig nicht runter. Ist das ein Ausgang? Da ist noch ein Teil von der Pilgrim. Warnung. Bewegungen registriert. Mehrere Quellen aus mehreren Richtungen. Und es hat Puff gemacht. Alter, ist so krass. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das ist das auch schon wieder für diese Folge von und mit Farpoint VR war. So eine halbstündige Folge, glaube ich, finde ich ganz angenehm. Vor allem, wenn das Spiel, ich schätze mal, so um die 8 Stunden gehen wird. Das ist jetzt nicht so viel Spielzeit. Glaube ich, sind halbstündige Folgen doch schon ganz okay. 20 Minuten Folgen wollte ich nicht machen, weil das schaffe ich garantiert nicht. Weil kaum, dass ich im Spiel drin bin, vergesse ich die Zeit und dann... egal. Meine Lieben, hat es euch gefallen? Ja, nein, lasst es mich im Kommentarbereich wissen. Und dann, nachdem ihr ein paar davon hier verteilt habt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wieder würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Puh, meine Arme werden schwer.